So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist wieder ein Unboxing. Aber egal, es geht bald wieder mit anderen Videos los. Aber bis dahin müsst ihr euch halt Unboxings noch antun. Aber egal, wir fangen einfach mal an. Ich habe das Paket schon mal aufgemacht. Ist wieder ein Privatkauf. Ich werde auch keine Fragen beantworten, was es gekostet hat. Wenn ich es dann aufkriege. Ja. Schön. So. Müll. Und jetzt groß zu spoilern. Es sind ein paar Sachen dabei für meinen Adventskalender. Also für einen Pyro-Adventskalender werde ich auch machen. Aber alles weitere seht ihr, wenn es soweit ist. Wir fangen einfach mal an. Wir haben eine Packung Star Kids von Mugnico. Und zwei, wenn da nicht noch mehr kommen, von Feistl. So. Dann haben wir hier einmal Crackling Bit von Weko. Die absolute Fehlcharge dieses Jahr. Weko Feuervögel. Sieht so aus wie der Viererpacken aus dem Guide vom letzten Jahr. Einmal Komet Tolle Biene. Einmal Spider Lights von Komet meines Wissens. KfW sollte aber Komet sein. Einmal Horror House von Kellano, also noch etwas älter. Und dann viel rotes Papier. Das sieht also zweimal, so wie es aussieht. Leslie Finabella D. Dann viermal Panda Finabella D. Zweimal Eco. Und scheinbar viermal Nico. Es ist die. Ja, es ist die 11 Gramm Charge wieder. Also die etwas ältere. So, was haben wir hier? Killer Pyro Cracker. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, 14 Stück. Und da wahrscheinlich auch nochmal 14. Das sieht anders aus. Ach ja, das sind von Leslie. Scheinbar auch 14 Stück. So. Kriegen wir es raus? Ja. So, das war alles im Paket drin. Dann bedanke ich mich recht herzlich wieder mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.